Moment. Flo, da gibt es nämlich mehrere von. Flo, du bist einfach zu flink mit der Maus. So. Hörst du? Nee, läuft nicht. Okay, verschieben wir den auf später und schauen uns dann lieber an, was denn alles schiefgehen kann, wenn man keine Firewall hat und wenn man irgendwie mit Apple und PC, das ist eigentlich ziemlich wurscht, aber es gibt Fails. Mein ganzer Rechner hängt! Ja, das ist so eine Situation, die ich euch jetzt gerade zeigen wollte, ein typisches You-Fail, ja? Ich muss jetzt hier mal den berühmten Kaltstart machen. Mal schauen, ob mein Rechner das verkraftet oder ob wir auch noch in dieser Sendung einen Live-Bluescreen haben werden. So, ich schau mal nochmal, was hier hängt. Und nehme das einfach als bestes Beispiel für ein typisches Fail in der Live-Sendung Rechner aufgehangen. Ja. Ich glaube, langsam lasse ich mich von unseren Mac-Anhängern überreden, dass vielleicht ein Mac doch gar nicht so schlecht ist und mein Rechner sich hier schon mit zwei Slideshows, einem Internet Explorer und zwei Videos aufhängt. Mein jetzt. Ich glaube, es ist Zeit, sich zu fragen, warum ich nicht auch einen Mac habe. Ja, wenn mir mein Chef zuguckt, ne? Mit Mac wäre das nicht passiert, Chris. Also, du weißt, was ich als nächstes brauche. Ja, keine Ahnung, mein PC hat mich im Stich gelassen. Insofern kann ich euch irgendwie da gar nichts Nerdiges mehr zeigen. Er startet sich auch nicht mal mehr neu. Ich habe aber noch etwas Nerdwissen für euch. Ja, ich habe für euch noch etwas sehr Schönes, was ich gar nicht zeigen brauche, sondern was ich euch vorlesen kann. Und zwar etwas über unseren allseits geschätzten Wolfgang Amadeus Mozart. Ein sehr bekannter, befreundeter Komponist aus einem unserer Nachbarländer, aus dem wunderschönen Österreich. Der eigentlich ja als sehr vornehm, als sehr adelig gilt, wenn man sich den heute so vorstellt, mit seinen weißen Löckchen und den schönen roten Klamotten, den Stiefelchen, Schleifen, überall. Der hat mal einen Kanon geschrieben. Für all die unter euch, die vielleicht Musik mal nicht aufgepasst haben, ein Kanon ist so ein Liedchen, was man einfach dreistimmig singt, also einfach immer ein bisschen später angefangen wird, klingt dann unglaublich lustig. Ich werde euch ersparen, euch den vorzusingen, aber ich werde euch etwas über Mozart erzählen, was ihr nicht wusstet. Und zwar heißt die erste Zeile, leckt mir den Arsch fein recht schön sauber. Es ist wirklich kein Witz. Damals hat man im Hause Mozart so gesprochen. Es ist auch ein bisschen länger. Da geht es dann darum, dass man auch den Arsch mal vom Butter freilecken muss und jeder seinen eigenen. Und da wurde, glaube ich, die Kimme sowas von sauer geleckt jeden Tag. Heute ist das allerdings ein bisschen obszön. Genau wie das, ja. Das landet auf jeden Fall in der nächsten Nerd Alert Sendung. Das ist Paige, unser Gehilfe, der uns immer wieder in dramatischen Situationen helfen wird. Wie jetzt zum Beispiel. Und wir haben auch mittlerweile eine neue Waffe bekommen, unseren Superstock, der unter anderem Matrix-ähnliche Fähigkeiten hat. So, wieder hier aufladen. Zack. Ey, komm, die mach ich platt wie ein Stück Mett jetzt. Ah, das ist nicht gut. Und da ist jetzt was Wunderschönes passiert, meine Damen und Herren. Ich habe nämlich ein sehr starkes Notebook, ein sehr krasses Notebook, das mal eben um die 100 Grad bekommt, mal eben, ja. Und es ist gerade ausgegangen, vor meinen Augen. Es ist gestorben, versteht ihr? Es ist so, wie wenn man den Tod eines nahen Verwandten miterlebt. Ja, geil. Ich zeige euch jetzt mal, was wir machen werden. Und zwar, alter Falter, ist das Ding heiß. Wir werden jetzt Instant-Wiederbelebung machen. Wir machen jetzt das Laptop erstmal zu. Drehen es um, müssen natürlich aufpassen, da hängen natürlich viele Kabel dran und so. Ja. Und werden jetzt, Netzwerkkabel, scheiß drauf, ich habe WLAN. Ziehen wir jetzt hier erstmal den Port raus, ja, und jetzt haben wir hier den Akku. Das ist der Akku. Es ist nicht unbedingt der beste Akku, aber es ist ein guter Akku, ja. Den nehmen wir nochmal raus so, machen den alten Nintendo-Trick. Ja, das sollte immer helfen. Stecken wir den nochmal rein, Moment, zack.
stecken wir nochmal hier. Hoffentlich überlebt das jetzt. Hoffentlich geht's wieder. Ja? Es beten mehr Menschen davon, dass es geht, als man glaubt. Ich drücke jetzt nochmal. Achtung, Achtung, hier nochmal. Filmen wir vielleicht nochmal. Hier, das ist der Einschaltknopf. Es ist brennend heiß, das Ding. Wir hoffen, dass es funktioniert. Okay, Achtung, Achtung. Ja, Jungs, jetzt haben wir Spaß. Wie viel Zeit habe ich denn noch? Wie viel Zeit muss ich denn noch hier retten, liebe Regie? Wir können es ja nochmal versuchen. So, wir können es ja nochmal versuchen. Ist ja kein Problem. Ne? Hier steht ja auch noch ein Rechner, aber der ist nicht angeschlossen. Das ist ja nicht weiter schlimm. Machen wir nochmal den Trick mit dem Akku. Moment. Muss jetzt aber gehen. Vielleicht noch selber ein bisschen pusten. Wir können ja mal die Nils fragen, ob er uns helfen will. Der guckt auch schon ein bisschen so verzweifelt. Hilfe! Mein Laptop ist abgeraucht. Ich meine es wirklich ernst. Hier, guck dir das mal an. Das ist Wahnsinn, ne? Aber da müssen wir natürlich noch weiter schauen, ne? Da kommt er jetzt auch gleich. So, Nils, Mensch, guck dir das mal an. Der erste große Skandal bei uns. Fass mal hier an, fass mal hier an. Hier. Ja. Der ist eindeutig zu heiß. Du musst dem so Wadenwickel machen, zum ja? Essigsäure. Ja. Und so ein bisschen Pinimentol auf die Brust schmieren. Okay. Ich weiß nicht, ob wir was da haben, aber der braucht mindestens eine Woche Ruhe. Mindestens, glaube ich ja. Auch, ne? Dass wir den vielleicht mal so. Was hast du denn hier gemacht eigentlich? Ja, ich habe Beyond Beyond Good and Evil habe ich eigentlich gemacht. Ist ja so ein Underground-Hit eigentlich gewesen. Wollte ich eigentlich zeigen, aber das Spiel ist mir leider abgelaufen. Ich versuch's mal nochmal. Wieso hast du denn überhaupt so einen High-End-Laptop? Weil es eigentlich ganz cool ist, dachte ich mir. Ja. Also mein Rechner ist 4,5 Jahre alt, ne? Ja. Und der ist mit Tape zusammengebunden, immer noch der nicht auseinanderfällt. Ach, du meinst den kleinen Shuttle da, den du in der Redaktion hast? Ja. Ja, und du hast hier so ein, ne? Ja, da trennt sich die Spreu vom Weizen, würde ich sagen. Ja, ich muss aber mal mit dem Chef reden. Hier, was macht der Richtarski hier? Der Richtarski ist, moin, Dennis, moin. Ja. Ja. So, was machst denn du? Er richtet seinen Rechner ein, vermutlich. Ich hab kein Mikro. Ach, er hat ja auch kein Mikro, er kann auch nicht reden. Aber nee, wir machen heute noch was ganz Tolles. Was denn? Ja, wir haben mal Spore haben wir noch. Ach, schon wieder? Ja, wir machen welche Spore. Lebensphase die Galaxiephase, die Raumphase. Ich gucke ja schon seit geraumer Zeit nicht mehr zu, wenn ihr Spore macht, weil ich will es noch selber spielen. Und ihr nehmt mir alles vorweg. Ja, das stimmt. Aber es ist trotzdem ganz nett. Ne? Aber ich finde es schade. Wenn ihr Zeit überbrücken müsst, dann hi, Leute. Ich könnte das kurz einstreuen, denn der Pizzamann hat heute seine Pizzatasche bei uns in der Redaktion vergessen. Ja. Epic. Echt epic. Man hatte man mal die Möglichkeit, schaut mal rein. Alter, diese heilige Tasche der Pizzamann. Ja. Und wir gucken mal, was da drin ist. Ja, den Pizza Rang. Ganz viel Schmand da drin. Zeig mal. Eine Waffe. Super fett. Ja, das hier, das ist die Pizza-Verteidigungsdisk. Boah. Ey, wie geil. Hammer, oder? Ja. Da steht sowas, das ist die Cooktech Introduction Cooking System. Die ist nämlich ziemlich kühl eigentlich. Ja, einfach, ja, riechst du das? Riech mal dran. Das riecht sehr geil. Genau. Ey, das ist voll fettig, Alter. Auf einmal. So. Ist ein bisschen fettig. So. Alles klar, so, abschließendes Fazit zu Beyond God and Evil. Super geil. Wenn ihr den 3-Tag nicht abholt, ist das meine. Wenn ihr es mal seht, kauft es euch. Ein super Spiel. Richtig geil. Echt krasse Scheiße. Kommt ein zweiter Teil für nächstes Jahr, was sollte man sich antun? Wirklich gut. Wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Sehr schön. Jetzt geht's hier gleich munter weiter im Programm. Ja. Ne? Auf jeden Fall. Ist auch richtig gut, das Neue, muss ich zugeben. Ne? Bis gleich. Ne? Wiedersehen. Jawohl. Herrschaften. Nils Bohmhoff. Ein Mann, wie man ihn nur einmal sieht. Wie gesagt, Beyond Good. Jetzt kommt er. Hey, das ist schon. Egal, Leute, Beyond Good and Evil, ganz gute Seite. Checkt den Artikel aus auf www.giga.de. Ne? Ich wünsche euch noch viel Spaß mit dem laufenden Programm. Auf jeden Fall dranbleiben. Auf Wiederschauen. Hier ist Tomate. Geil, Tomate.